Der Radfahren weg Berlin ist dem ist schon. Du hast recht. Dieser Weg ist schon. Mehr als 200 Meilen lang ist, gibt es viele malerische Strecken. Viele Leute nehmen Fahrräder auf den Weg, aber es nur zu Fuß. Ich mag auch zu Fuß. Es gibt eben Wehrzeit für die Schönzeit der Bundesrepublik Deutschland. Aber Radfahren ist auch gut aus. Du weißt. Ist dies nicht die einzige Radweg in Deutschland? Es gibt hunderte von anderen. Du hast recht. Deutschland ist eine angenehme Ort zu besuchen. Sie haben ein schönes Fahrrad. Ich mag die Farbe. Ja, es ist neu. Ich mag dein Fahrrad auch. Die grüne Farbe ist schön. Sie wirklich mit der Umgebung. Wandern hilft das liebliche Wohlfinden. Das Wandern in Deutschland ist gut für alle Altersgruppen. Wandern mischt Natur und Bewegung. Es wird gesagt, dass sie nur wirklich etwas, wann sie dies getan haben, zu Fuß. Deutschland hat mit Charme und vielfältigen Landschaften. Die besten Wanderwege finden Sie hier mit 200.000 Kilometer zur Auswahl. Der Rheinsteig ist einer der beliebtesten Wanderwege in Deutschland. Es gibt so viel zu sehen. Da ich singe 183 Kilometer, könnten wir nie beenden die Wanderung an einem Tag. Du hast recht. Wenn wir auf halben Weg in die Länge der Wanderung, könnten wir Ende der Strecke in 2 Tagen? Das macht Spaß. Kennst du die Geschichte der Rheinsteig? Ja, dieser Weg wurde in den Büchern aus dem Mittelalter in den 1300? Ah, das ist interessant. Aber ich denke, der Weg würde getrennt, wenn Ost und West gespalten waren. Ich glaube es war. Sie wissen, dieser Weg ist wanderten nicht nur den Frühling, aber der Herbst und Winter auch. Wir sollen wandern im Herbst, wenn das Wetter ist cool. Ja, das ist der Plan. Ja, das ist sehr gut. Berlin Zoo eröffnet im Jahr 1844, war der erste Zoo in Deutschland. Frederick William, der König von Prussien, gespendet die ersten Tiere. Während des Ersten Weltkriegs Zoo wurde zerstört. Von den 3175 Tieren im Zoo auf die Zeit nur 91 überlebten im Krieg. Im Laufe der Zeit der Berliner Zoo wurde in aller Pracht. Das Berliner Aquarium befindet sich neben dem Berliner Zoo. Es wurde im Jahr 1913. Der Zoo gehört auch ein Kinderstreichzoo. Können die Kinder die Tiere zu beruhen? Heute ist der Zoo hat etwa 2,6 Millionen Besucher. Berliner Zoo hält über 14.000 Tiere von 1.500 Arten und über 500 Vogelarten und ist damit der meisten Arten verschiedenen Zoo der Welt. Der Zoo befindet sich auf 35 Hektar im Herzen von Berlin. Der Zoo ist bekannt für seine erfolgreiche Zugsprogramm. Die kleine Bar war geboren Dezember 2006 und war der erste Eisbär geboren zu werden in mehr als 30 Jahren.
die Kosten um den Zoo für einen Erwachsenen 11 Euro und für Studenten 8 Euro. 200 Kilometer lang und 60 Kilometer breit, der Schwarzwälder hat eine schöne Landschaft, Zoll und Bauerhausen. Zwischen Frankreich und der Schweiz verfügt die Region über eine große Vielfalt an Landschaften. Der Norden ist dick bewaldet. Das Zentrum besteht aus Wiesen. Der Süden hat Hückenbergen 1500 Meter hoch. Andere Regionen sind von Hückenbergen und Weinwaschen wie die Merkfeld und Kaiserstuhl. Der Schwarzwald ist der ganzen Welt berühmt für seine Kuckucksirren.